Ich muss gleich jemand um. Uah, steh wieder auf. Oh, jetzt liegt er am Boden. Warum sind die Kroganer? Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe ja Ihren Ausweis. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Oha. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Was? Weiter. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Kein Wunder, dass sie sich so merkwürdig verhalten haben. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Nein. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Und jetzt? Ah ja, jetzt bin ich hier. Und kann darum. Auf geht's. Nein, ich sehe hier niemanden. Verdammt, wo sind sie? Da. Was machen die da? Egal, jetzt machen sie es nicht mehr. Die Gate benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Können die Kabel zerschießen? Oje. Kann man... Eine Kiste. Ich bräuchte glühende Sphäre. Oh, ist die hell. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Okay. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Blockiert. Gegner. Irgendwo. Aber nicht hier. Auch nicht hier. Da drüben.
Oh, dort oben. Alter Schwede, zu viele Lichteffekte. Kaputt. Oh, anscheinend haben wir gesiegt. Ziemlich verwinkelter Raum. Hier können wir weiter. Und hier können wir weiter. Nein, hier können wir nicht weiter. Okay, das erleichtert die Suche. Nach oben können wir nicht. Wir werden in dieser Basis nicht viele Überlebende finden. Meinst du? Ich bezweifle, dass hier noch jemand am Leben ist. Die Gates sind sehr gründlich. Na, klasse. Zerstreut nur meine Hoffnungen. Wir werden uns rächen. Okay. Hier scheint... Wohin? Ach so. Wo? Gareth. Wo sind noch welche? Blödes Schild, geh weg. Versperrst mir die Sicht. Hier sind noch welche, oder? Gareth ist geschützt. Ich sollte vielleicht die übrigen erst killen, bevor ich mich hier gen... Oh, wobei... Oh, geheime Information. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nodakrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Na, klasse, die haben anscheinend unethische Experimente durchgeführt, diese Exogeni. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Wir suchen also ein Werkzeug, hm? Der sieht gefährlich aus. Blöder Hüpfer. Kaputt. Ich sehe hier niemanden. Ja, langsam werde ich immer besser. Irgendeine Quarantänestation. Könnte helfen. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen können, fällt das Schiff. War da jetzt schon der komisch aussehende dabei? Ich hätte gedacht, das wäre so ein Ultra-Geth. Nein! Oh, schaffe ich nicht. Serverknoten. Naja. Türsteuerung Shuttle Dock. Speichern? Sie haben der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi und drunter ist, funktioniert alles und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Ah, Psi-Ventil. Was?
Oh. Mist. Bei 31 bis 34 war irgendwas. Okay, ich habe hier... Ist das ein mathematisches Rätsel? Habe ich das vielleicht noch im Tagebuch? Datenrettung? Nein. Hier? Mist. Ich könnte die Info noch mal gerne gebrauchen. Schauen wir mal. 31. Versuchen wir 31 zu bekommen. Das ist ein mathematisches Rätsel. So, wir haben hier 5, 7, 17, 11 und 13. Wenn ich jetzt 24 und 7... Achtung, Hochdruck. Ha. Bam. Arm abgerissen. Wegen einem Ärmchen reißt das ganze Schiff ab? Lol. Aber gut so. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Wohin muss ich? Hey, das Signal habe ich nicht gemacht, oder? Ah, hier gibt's noch was. Nein! Okay, vergeht wibbeln. Das wird heiter. Dürfen wir uns jetzt den Weg wieder zurückschießen? Halt, ich brauche doch noch Daten. Könnten die vielleicht hier gesicherte Kiste? Ah, schwer, Krogane, Stufe 6. Bricht da etwa gerade die Decke ein? So, hier, da gibt's keine Daten, wie es scheint. Ich erwarte jetzt irgendwie voll den massiven Kampf gegen Geth. Andererseits brauche ich jetzt noch irgendwo Daten. Oder ist noch... Muss ich noch weiter in dem Gebäude rumsuchen? Ja, ich muss zum Torianer. Ne, richtige Richtung. Ah, zu Liz können wir mal. Gleich nach links. Okay, und da muss ich, glaube ich, dann... Warte mal. Ich schau, wer bin ich? Oh Mann. Garrus? Ich bin Shepard. Ich schau genau in die falsche Richtung. Umdrehen, ein bisschen nach links. Da lang. Ach, und sie hat Gesellschaft, wie es scheint. Vorsicht! Krogane! Vorsicht! Vorsicht!
Klemme gelangen. Ich hasse Kroganer. Meine Truppen wurden niedergerungen von denen. Voll drauf gehalten, eine ganze Ladung Munition. Kroganer sind echt heftige Gegner. Ah, okay, da sind die Daten. Ich wollte eigentlich zu der Doktorin. Zu der Tochter von der einen Frau. Hm. Schrotflinten. Bin ich ein bisschen falsch gelaufen, wie es scheint? Ah, okay. Wie ich Kroganer als Gegner hasse. Da könnte ich mir doch einen Biotiker gut vorstellen, der auch die umschubsen kann. War ich hier falsch? Wenn ich in die Richtung weitergehe. Ah, das ist die richtige Richtung. Lol. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Sag's mir. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sie haben getan, was sie konnten. Ich werde ihnen helfen, wenn sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Aber was wollen die Geth von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Großartig. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Das müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückkämpfen. Scheint so. Abwurf. Obere Ebene? Müllgrube? Ja, von da kommen wir. Zugang zu Exogeny. Nee, ich muss den... Oder was... Abwurf? War ich bei Abwurf schon? Egal, erstmal speichern. Ah. Zielort. Ah ja, genau, da bin ich reingekommen. War die Tür vorhin schon offen? Glaube ja. Jetzt können wir wieder mit Mako fahren. Schöne Sache. Mit dem ist es... Da fühlt man sich ein bisschen sicherer. So, geht. Kommt nur her. Mist. Hilfe. Hilfe. Nein. Oh, ich komme nicht mehr fort. Mal speichern. Ja. Und laden. Oh Mann. Okay. Jetzt bin ich wieder... Oh Mann, ich fahre gegen die Ecke und hänge mich wieder...